ist die zweitgrößte Stadt Irlands. Neben Hurling gibt es noch mehr, auf das man stolz ist. Zum Beispiel den English Market. Eine Markthalle mit frischen lokalen Produkten. Bereits seit 1962 betreibt das Familienunternehmen der O'Connells einen Stand. Sie sind Fischhändler aus Leidenschaft. Wir haben hier eine fantastische Verbindung zwischen den Kunden und uns hinter der Theke. Wir führen unser Geschäft in der dritten Generation und viele unserer Kunden kommen ebenfalls schon seit ungefähr drei Generationen zu uns, da schon ihre Mütter und ihre Großmütter hierher kamen. Wir haben daher eine sehr enge Beziehung zu den Menschen aufgebaut. Der Fisch hier ist unglaublich. Irischer Fisch ist einfach traumhaft. Er kommt laufend frisch rein, denn der Großteil kommt aus Castletown Bear, das nur 90 Kilometer entfernt ist. Hier ist alles komplett lokal. Wir möchten, dass die Leute sehen, was wir tun und wie wir es tun. Wenn der Fisch ganz ist, schneiden wir ihn vor Ort auf, füllen ihn oder wir geben dem Kunden nur ein Stück davon mit. Jeder soll wissen, dass dieser Fisch von heute Morgen ist. Neben der Frische ist für Pat die Nähe zum Kunden am wichtigsten. Und manche von ihnen haben eine besondere Nähe zu seinen Produkten. Freitagabends hatten wir mal einen Typen hier, der etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Er kam hier gegen 5:30 rein, nach ein paar Bierchen. Und wir hatten dort vorne auf der Theke gerade tolle Krabben. Er schlenderte eine Weile herum. Plötzlich schnappte er sich zwei Krabben, stopfte sie in seine Jacke und ging fort. Er hat einfach nicht bemerkt, dass die Krabben noch lebten. Sein Lachen steckt an. Auch majestätische Besucherinnen wie die Queen. Einmal war die Königin von England hier. Ich glaube, niemand hat die Königin jemals so heftig lachen sehen wie auf dem englischen Markt. Wir hatten großen Spaß mit dieser Frau. Eine wundervolle Frau. Wundervolle Persönlichkeit. Was Pets Mutter Kay vor vielen Jahren aufgebaut hat, soll noch für zukünftige Generationen weiterleben. Da hilft die ganze Familie mit. Wir sind wirklich stolz auf unsere Familientradition. Wenn man sich diese Messer anschaut und wie die Jungs damit umgehen. Natürlich ist ein bisschen Show dabei, aber das hält auch eine Tradition am Leben. Es ist wirklich wichtig, weil es beim Essen nicht darum gehen sollte, es verpackt im Supermarkt zu kaufen. Wir sollten mehr darüber wissen, wo unser Fisch herkommt. Es ist kaum möglich, etwas zu verheimlichen, wenn es direkt vor Ihnen in der Theke liegt und es noch filetiert werden muss. Unsere Kunden wissen, dass der Fisch hier aus der Gegend kommt. Regionale Produkte, kurze Wege. Ein Luxus, der den Iren schmeckt. Wir wollen alles so frisch, wie wir es kriegen können. Das bedeutet, dass wir keinen geräucherten Lachs im Kühlschrank haben, der auf Kunden warten muss. Wir räuchern ihn, wie wir es wollen und wann wir es wollen. Wir räuchern ihn auf unsere eigene Art. Damit sind wir sehr erfolgreich. Mittlerweile exportieren wir auch einiges. Die O'Connells räuchern nach alter, traditioneller irischer Art. Schonend und mit besten Zutaten. Pures Salz entzieht dem Fisch die Flüssigkeit. Danach wird der Fisch über 5 Stunden lang getrocknet, runtergekühlt und später mit Eichenspänen aus der Region geräuchert. Alle Zutaten bekommen die O'Connells direkt vor ihrer Haustür.